Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur ersten Folge 2019. Ja Freunde, das Jahr ist noch gar nicht alt, das neue. Und da machen wir halt auch schon weiter, ne? Also, ja. Yes, very nice. Ja, wir fangen natürlich im neuen Jahr an, wie wir aufgehört haben. Und zwar gibt es heute mal wieder eine Tabakvorstellung. Ihr könnt die Dose hier schon so ein bisschen sehen. Es ist ein Tabak, den gab es so noch nicht auf meinem Kanal. Und ich bin, ja, ich sage jetzt mal vor 2-3 Monaten darauf aufmerksam geworden, habe das durch Zufall im Internet gefunden und dachte mir irgendwann mal so, jetzt bestellst du dir den mal. Und jetzt habe ich ihn da. Und zwar geht es heute um die Firma VUCA. VUCA werden viele von euch kennen, einfach von meiner Pfeife hier hinten, speziell als Pfeifenhersteller logischerweise, aber die machen jetzt auch Tabak oder machen jetzt seit einiger Zeit Tabak. Ich habe gar nicht so auf dem Schirm, wie lange die das schon machen. Und da habe ich mir gedacht, pass auf, du bist von der Pfeife begeistert, da kann der Tabak eigentlich nur geil sein. Hab mir den dann wie gesagt bestellt. Ihr habt hier einen Kostenpunkt von 16,90 €, 200 Gramm und der nennt sich Olives. Oder Olives, also nicht wie die Oliven, der wird Olives geschrieben. Und das Ganze ist eine reine Honigmelone. Habe ich gedacht, früher hast du sehr gern Honigmelone geraucht. Wo ist denn hier? Wie gesagt, jetzt habe ich ihn da. Und wir gehen mal auf die OVP ein, Freunde. Da habt ihr hier vorne halt das VUCA-Logo, was auch auf den Pfeifen drauf ist, wenn er denn will. Jetzt. Und dann war es das schon. Ist dann wirklich nur noch blau. Die Dosen sehen jeweils anders aus. Hier oben habt ihr noch einen Aludeckel und hier unten. Je nach Geschmack sehen die Dosen auch anders aus. Also da ist dieses Krepppapier, was jetzt hier drum ist, dann in verschiedenen Farben. Und ich würde euch ja auch wahnsinnig gern den Schnitt zeigen, wie ich ihn euch sonst immer zeige. Aber das Ganze ist ready to swim away. Wie gestört ist das denn? Ach, wie gesagt, das Ganze ist mit Molasse vollgeprügelt. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Und habe mir dann vorher schon den Kopf gebaut, es fehlen halt bloß noch die Kohlen. Und da war so viel Molasse drin, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei der Dose war oder ob es allgemein beim VUCA-Tabak so ist. Ist ja auch egal. Und da habe ich das gleich umgefüllt. Ihr habt da so, wie ihr gesehen habt, so einen Zip-Beutel. Den habe ich auch hier drin, weil das ist halt auch nur so eine, ja, wie eine Art Pappe. Jetzt nicht direkt Pappe, aber so Hartpappe oder was weiß ich. Und die würde mir definitiv einsiffen. Hab das Ganze, wie gesagt, im Beutel gelassen. Und zeige euch jetzt nochmal, da habt ihr auch gleich ein Bild vom Kopfbau, den Schnitt. Ja, und wie ihr so ein bisschen sehen konntet anhand des Fotos, ist ein sehr, sehr feiner Schnitt. Das hat mir schon mal gut gefallen. Vom Geruch her, den Geruchstest können wir noch machen. Dazu brauche ich ihn ja nicht auspacken, den machen wir noch fix. Also hier das Ganze, ich zeige es euch mal so. Das Ganze ist wirklich Molasse voll geballert. Weswegen wahrscheinlich auch dieser Zipbeutel dabei ist hier. Und was man aber auch noch gutheißen muss, ich habe es ja vorhin schon beim Aufbau vom Kopf gerochen, es riecht wirklich schön nach einer fruchtigen Honigmelone. Also das muss man wirklich sagen, das ist wirklich echt top. Und jetzt habe ich die Molasse an der Nase. Ja, wie gesagt, das Ganze riecht halt wirklich nach einer schönen fruchtigen Honigmelone und ich gehe jetzt die Kohlen drüben holen, würde ich sagen, Freunde. Und dann machen wir Geschmackstest. Bis gleich. So Freunde, da sind wir wieder. Wie ihr gesehen habt, Kohlen sind oben drauf. Fix zum Setup der Pfeife, wie ihr so den, ja, wie ihr es eigentlich fast komplett sehen könnt, ist meine Aeon. Oben haben wir einen KS-Apo-Kopf drauf mit einem Sieb drin
Und oben Kolonial Kaminaufsatz und drei Tom Kokotscha-Kohlen diesmal. Und wir kommen zum Geschmackstest, Freunde. Und ich muss beim Geschmackstest sagen, als erstes Qualm tut's, finde ich, super. Geschmacklich ist es wirklich eine richtig schön fruchtige Honigmelone. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, nachdem ich die ganze Molasse in dem Beutel gesehen habe. Aber ich muss sagen, ist wirklich, wie beim Geruchtest, habe ich ja gesagt, so eine schön fruchtige, süßliche, sage ich jetzt mal noch dazu, Honigmelone. 1:1 im Geschmack drin. Am Anfang ist es, muss ich sagen, denke ich mir so, okay, wann kommt jetzt der Geschmack? Und dann wirklich so, zack, Honigmelone. Und geht wirklich so in dieses fruchtige, süßliche, ihr kennt es, jeder hat schon mal eine Honigmelone gegessen, Freunde. In diese Richtung, also habe ich wirklich nichts dran auszusetzen am Geschmack. Sehr, sehr nice. Ja, Freunde, da kommen wir zum Fazit. Fazit vom VUCA Olive. Fazit ist, preislich 16,90 Euro, 200 Gramm, völlig okay, brauchen wir gar nicht drüber weiter reden. Geschmacklich top. Also wer auf Honigmelone steht, macht das safe da nichts falsch. Einziges Mango ist halt wirklich diese viele Molasse. Ich weiß jetzt nicht, was es für ein Tabak ist. Es kann sein, dass der Tabak so viel Molasse braucht, aber für mich war es ein bisschen too much. Und Ergebnis von dem ganzen Review-Test hier ist, wer auf Honigmelone steht, VUCA Tabak, Olive, 16,90 Euro, macht das safe nichts falsch, habt eine schön fruchtige, süßliche Honigmelone und lässt sich ebenfalls entspannt rauchen. Kriegt von mir trotz der Molasse trotzdem eine Kaufempfehlung, Freunde. Und dann würde ich sagen, haben wir das erste Video dieses Jahr geschafft. Und der letzte Zug geht auch wie letztes Jahr, wie immer, auf euch. Das war nichts. Ja, machen wir das Ganze halt nochmal. Jetzt geht der letzte Zug auf euch. Peace.